Ich höre nicht viel hier im Studio, deswegen habe ich jetzt auch nicht mitbekommen, was hier gerade abgeht. Aber auf der Karte blinkt was rot auf. Können wir es vielleicht ein bisschen lauter machen? Das war jetzt so impliziert, so eine kleine Forderung. Ganz bescheiden, ja. Ja, vielleicht nochmal ein bisschen expliziter. Macht ihr das mal bitte lauter? Meine Güte! Kann man den Ton aufdrehen? Es steht sonst auch da oben. Ich kann das voll. Jetzt ist weg. Die Leute kriegen ja den Eindruck, dass unsere Tonschmiede so gelangweilt sind von dem, was wir hier erzählen, dass sie nicht auf der Arbeit. Ja, das kann ich mir nicht vorstellen. Auf keinen Fall. Und unsere Kameraleute, wenn die spielen, damit ihr das sehen könntet, die spielen mit Godzilla, keiner interessiert sich dafür, was wir machen. Tja, das ist daneben, oder? Vielleicht solltest du mal dein Hemd aufknöpfen. Der ein oder andere. Ja, da zeigen sie das Spiel. Na gut, ich spiele da mal weiter, damit sie auch was sehen. Bitte. Ich kann natürlich mal hier auf Tab drücken, dann steht, was wir machen sollen. Helfen Sie den Gefängniswachen und den UN-Truppen, den Aufstand der Terroristen im Lager niederzuschlagen. Eliminieren Sie die Terroristen im Dorf und richten Sie rund um den Eingang zum Lager eine Schutzzone ein. Ja, da bin ich geübt drin, Schutzzone einzurichten. Ist das so? Ja, ich habe mir gerade heute in der Redaktion eine Schutzzone eingerichtet, ja. Weil der Kasi mit Senf ankam. Senf? Ja, ich bin allergisch gegen Senf. Und deswegen... Du bist allergisch gegen Senf? Ja. Im Ernst? Das eröffnet mir ganz neue Möglichkeiten. Ich hasse Senf. Marco, hast gehört, der ist allergisch gegen Senf. Ja, Marco hat's gehört, er winkt. Er ist sehr beteiligt. Ja, wir haben später noch viel Zeit, da werden wir noch jede Menge. Ein bisschen was hier vom Stapel fallen lassen und so und dann geht's ab. Ne? Vom Stapel fallen lassen? Ja, genau. Neues Sprichwort. Gestern wurde das erfunden. Ja. Join the army now. So, liebe Freunde, es ist an der Zeit, ein bisschen Geld zu verdienen. Das gehört sich so, denn wir wollen euch nur die hochwertigsten Moderatoren präsentieren, die ihr zu bieten hat, meine Damen und Herren. Unglaublich hohes Budget, was wir hier verlangen. Nee. Du verlangst. Ja. Du. Ja, wir. Die Leute haben ja keine Ahnung, was du verschlingst. Du musst ja die Hälfte nicht abdrücken. Personalgelder. Schutzgeld auf das hier alles und so. Das ist ja eine große Giga-Mafia hinter den Kulissen. Ja. Und du, der große Pate im weißen Hemd mit Knopf offen oben. Ich zeig gern Brusthaar, weil ich zeig gern Achse in. Ich? Zeig doch mal. Nee, ich hab keinen. Ich bin nur erst 12, es kommt mit 13 erst. Ah, du bist 12. Ganz bestellt, kommt nächstes Jahr. Genauso wie mein Sixpack. Übrigens hatte ich auch so Fussel im Bauch. Achselhaar-Toupees. Ja? Also wenn ihr im Besitz von sowas seid, euch vielleicht einmal so abschneiden, auf doppelseitiges Klebeband kleben, dann zu uns schicken in die Siegburger Straße 87 in Köln-Deutz zu adressieren. An ihn. Bohmhoff. Und dann werdet ihr in der nächsten Sendung ihn mit Achselhaar-Transplantaten hier sitzen sehen, vorerst allerdings oder müsst ihr euch ein bisschen Bart Werbung mal anschauen. Dann sind wir gleich zurück. Auf Wiedersehen. Schön mit hier sind. Ja. Wer es nicht weiß, Felix liegt da unten schon seit Tagen. Ja, er riecht. Er wird verdaut. Sehr streng. Was ich sagen wollte, ich finde es übrigens ein tolles Gefühl, mal jetzt ein Match zu haben, bei dem man eigentlich keine Angst haben muss, dass man was Falsches macht, weil du bist Terrorist, ich bin Diktator. Ja, Tatsache. Das ist ja scheißegal, wer da auf den Sack kriegt, ne? Ja, das ist sehr schön. Befehle? So, das Ganze auch noch live. Im deutschen Fernsehen, sowas gab's noch nie. Das ist richtig. Ich finde das auch schön, wenn man live ist, dann kann man ja, das sind ja ganz andere Ausmaße. Wenn ich jetzt irgendwie Muslime beleidigen würde oder sowas, dann würde das direkt auch Ausnahme auf die Sendung wirken, ja. Wenn nämlich der Anschlag hier direkt stattfinden würde. 1:1, die Raketen werden dann, die sind schon in der Luft. Wobei, ich habe mich jetzt auch wieder in die Ecke manövriert hier politisch. Tauschen wir Muslime gegen Nazis kurz einmal. Können wir das schneiden? Nee, das geht beim Live nicht, ne? Ja, da hat keiner was gegen, wenn ich die beleidige. Nee, aber jetzt hast du die in einen Topf geworfen. Das könnte man dir übel auflegen. Ja, kann man. Also die Regie lebt noch. An denen müssten irgendwelche eventuellen Attentäter zuerst vorbei, weil die mischen direkt am Eingang. Ja. Ihr zeigt ihnen den Weg. Zum einen über diesen Navigationsbutton Community erreicht ihr das Forum, geht ihr hier auf GigaMTV und könnt euch dann zum Beispiel hier bei Giga Games angucken, was die Leute dazu sagen, was du geschrieben hast. Oh. Super, Tim. Tim, du bist auch echt super daneben. Muslime mit Nazis auf eine Stufe stellen. Zum Glück ist die Quote von Giga verschwindend gering und die hauptsächlich jugendlichen Zuschauer keine politischen Entscheidungsträger. Aber ich habe ja gehört, gerade letztens hat jemand erzählt, der ein Praktikum in Dubai gemacht hat, dass in Dubai tatsächlich auch Leute Giga schauen. Und das ist auch relativ dicht dran da an diesen Wüstenschurkenstaaten, wenn ich was so nennen darf. Ich glaube, meine Lebenserwartung ist heute noch beträchtlich geschrumpft. Werden wir heute Abend nach Hause kommen. Das ist so schön, ich muss gar nichts tun. Ich grab mich ein heute in ein Loch. Ich habe viele muslimische Freunde. Unter anderem Zeit.
Mohammed, mein Kioskverkäufer um die Ecke, mit dem bin ich so. Und Muralism war ein Bharatarajah, der kam aus Sri Lanka und mit dem war ich in der 5. Klasse. Was ist das für eine Tasche, die da steht und niemandem gehört? Meinst du dieser Koffer? Dieser Koffer da hinten. Ah, da muss wohl eine Uhr drin sein. Sie tickt so schön. Hier, wir wollen noch ein bisschen was zeigen. Wenn ihr, die Regie meldet sich zu Wort. Oder war es Allah? Ah, nee, wir dürfen. So, jetzt, liebe Freunde, lasst uns kurz noch Tschüss sagen. Das war's für heute. Morgen sehen wir uns wieder um 22 Uhr. Macht's gut und auf Wiedersehen.